Mit sogenannten VR, Virtual Reality Brillen, tauchen die Schüler der Accademia in Gerdina direkt in die Aletsch-Region ein, erleben so konkret, was es heißt, wenn um sie herum der Gletscher schmilzt. Mal erleben sie die Zeit zu Beginn der Industrialisierung, dann sehen sie den Gletscher mit den Augen ihrer Großeltern. Wir sind nun im Jahr 1970 angekommen. Und wie er künftig aussehen wird für die nächste Generation. Ein Erlebnis, das zum Nachdenken anregt. Andreas Linsbauer und sein Team haben die Daten für die Ausstellung aufbereitet. Drei verschiedene Szenarien werden gezeigt, je nachdem, ob sich die Welt um 2, 3 oder gar 4 Grad erwärmt. Wir haben hier das Ziel, mit den Schülern vor allem auch sie für die Gemeinschaft zu inspirieren, dass man zusammen etwas macht, dass man das zu Hause diskutiert, dass man am Küchentisch überlegt, wo geht man das nächste Mal in die Ferien hin. Die Ausstellung findet am Eingang zum Nationalpark statt. Hier hat man über viele Jahre das Klima erfasst und sieht schon heute, welchen Einfluss der Temperaturanstieg auf die Tiere im Park hat. Wir stellen fest, dass die Steinböcke heute deutlich höher oben leben deswegen und dass die Schneehühner sich innerhalb von 20 Jahren um 120 Höhenmeter in die Höhe bewegt haben, weil sie einfach von dieser Wärme flüchten müssen.